Ein Streitgespräch ohne Worte, ein Schachspiel mit Waffen, ein Duell der Intellekte, das ist Fechten. Beim 55. Weißen Bären von Berlin, einem der größten und traditionsreichsten Fechtturniere der Welt, kamen am Wochenende die nationalen und internationalen Spitzenfechter des Degensports im Horst-Korber-Sportzentrum zusammen. In meinem Fechtkalender ist so ziemlich das wichtigste Turnier von allen, weil es ein riesig großes, international sehr stark besetztes Turnier direkt vor der Haustür. Rund 250 Starter, angereist aus mehr als 20 Nationen. Und überall herrschen dieselben Regeln. Wer seinen Gegner trifft, bekommt einen Punkt. Treffen beide Kämpfer gleichzeitig, erhöhen sich auch beide Konten. Um das Duell zu gewinnen, müssen insgesamt 15 Punkte erfochten werden. Schiedsrichter und Elektronik sorgen für faire Verhältnisse. Das ist halt so ein kleines Katz-und-Maus-Spielchen auf recht hohem Niveau. Am Ende gilt es beim Fechten, treffen ohne getroffen zu werden und bloß nicht zu viel nachdenken. Diesen Vorsatz nahm der Berliner Toni Kneist wortwörtlich und kämpfte sich zusammen mit 7 anderen Deutschen unter die 32 Besten. Dort traf er auf Roman Petrov aus Kirgisistan. Die Favoriten aus der Bundesrepublik jedoch waren gar nicht erst angetreten oder bereits ausgeschieden. Somit die Chance, den Weißen Bären in der Hauptstadt zu halten, eher gering. Der Uwe Proske war der letzte Berliner, der diesen Weißen Bären gewonnen hat, 1991. Insofern, wir bauen drauf, dass wir das mal wieder schaffen, den Weißen Bären hier in Berlin zu halten. Trotz starker Reaktionsfähigkeit, jeder Menge Tempo und einem 8:4 Vorsprung konnte der 30-jährige Kneist seinen Gegner nicht bezwingen und belegt am Ende den 24. Platz. Toni war leider am Arm verletzt, das hat ihn behindert. Ich bin mit der Leistung zufrieden, aber wenn man 8:4 führt, dann sieht man, dass man gegen so einen guten Mann eine Chance hat. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass auf diesem Spitzenniveau die Leistungen der Fechter sehr nah beieinander liegen. Im Finale besiegte schließlich der technisch brillante, bisher aber eher unbekannte Däne Frederik von der Osten seinen Kontrahenten Lorenzo Buzzi aus Italien mit 15:13. Zum ersten Mal ging somit das weiße Gold nach Dänemark. Aber auch ohne Trophäe weiß jeder Fechter, wie großartig ein Sieg sein kann. Der schönste Moment ist, wenn man einen Treffer gut vorbereitet hat, den Moment sieht, wo der fallen kann, diesen Moment nutzt und der Treffer wirklich als Einzellampe für dich angeht. Fechten viel mehr als die drei Musketiere, einer für alle oder alle für einen. Der Weiße Bär von Berlin, der Kampf um das weiße Gold der königlichen Porzellanmanufaktur. Ein Traditionsturnier der Champions von heute und morgen.